Und damit willkommen zurück bei Minecraft, wo ich es hinbekommen habe, die schöne Pistentür hier zu bauen. Und zwar zeige ich euch das mal ganz kurz. Es war viel Arbeit. Ich habe ungefähr einen Moment, eine Stunde dran gesessen. Aber ich habe es hinbekommen. Und zwar funktioniert das wie folgt. Ich fange mal von außen an. Wir haben hier einen Moment, hier einen Knopf. Da soll ich mich das dann hier nochmal nach außen versetzen, das machen wir dann noch. Hier einen Knopf. Den drücke ich, geht auf, ich kann rein. Und dann hier, wenn ich raus will, eine Druckplatte. Tür geht genauso auf, ich komme raus. Es muss natürlich jetzt alles noch ein bisschen schön verkleidet werden und so weiter und so fort. Und ihr seht auch hier, das ist eben ein bisschen größer alles geworden, als ich es eigentlich wollte, aber es funktioniert. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es so gut geklappt hat. War nicht so leicht. Ja, der erste Schaltkreis geht von, ich zeig das einfach mal ganz kurz, geht von der Redstone-Fackel aus. Diese Fackel ist verbunden mit einer Fackel hier, die dadurch aus ist, weil unten die an ist. Jetzt bin ich runtergefallen, das ist blöd. Da lässt sich nicht viel erklären. Und dann hier oben, die ist eben wieder an. Diese Fackel geht hier oben drauf. Dort die Redstone-Leitung aktiviert die Pistons, die Sticky Pistons mit dem Glas, die gehen nach unten. Und bleiben auch unten eben, weil das Signal nicht weggeht. Bei unten ist es genauso. Die Fackel ist dann quasi mit der Redstone-Leitung hier verbunden. Und ist dann auch, oder gibt dann eben genau das dauerhafte Signal nach unten ab. Ist nicht viel anders. Wenn ich jetzt draußen den Knopf drücke, geht einfach ein Signal an die Fackel dort und die geht kurz aus, dadurch geht es auf, weil das Signal eben weg ist. Bei dem hier war es dann wiederum ein bisschen schwieriger. Der rechte Draht, der jetzt hier, also der rechte Redstone-Leit, die Leitung, die aus ist, geht hier hoch, aktiviert die mittlere Fackel, deaktiviert kurz die obere. Muss ich mal ganz kurz gucken, da ich jetzt ja keinen Scheiß erzähle. Genau, die deaktiviert die obere. Dadurch geht oben das Glas nach oben mit, weil ja die Pistons, wie gesagt, klebt dran. Bei unten war es ein bisschen, in Anführungszeichen, leichter. Der Sticky Piston hier, habe ich leider noch einen zusätzlich gebraucht, aber da ich noch drei in der Kiste gefunden habe, war das okay. Schiebt einfach den Stein über die Redstone-Leitung, die wird dadurch deaktiviert, weil es geht dann dort ein nach unten und dadurch ist eben das Signal wiederum weg. Von der Entfernung her müsste das funktionieren, dass ich, wenn ich renne, genau durchkomme. Das können wir gleich nochmal probieren. Wir bauen jetzt hier aber erstmal zu. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das jetzt fertig habe, weil es war schon nicht so einfach. Gut, da holen wir nochmal kurz ein paar Steine. Und ich muss echt sagen, wenn das von der Sache her so läuft, dass man das einigermaßen gut bauen kann, wäre ich zufrieden. Wobei ich sagen muss, das Haus jetzt wird natürlich nicht nur aus Redstone bestehen, das wäre ja dann ein bisschen viel. Ich bin am überlegen, hier die Wände tatsächlich aus Holz zu bauen. Ich denke, das machen wir auch. Hab ich. Und hier unten muss dann auch dringend mal ein Boden rein. Spitzhacke habe ich keine mehr. Ich glaube, die ist mir kaputt gegangen. Ha. Blöd. Gut, da ich eh noch mal kurz ins Lager möchte, nämlich das ganze Redstone-Gelumpatsche wieder wegzubringen, können wir gleich noch den Schleim mitnehmen, genau. Gut, und die Pilze. Ah ne, die habe ich ja dabei. Nehmen wir das noch mit, ein paar Blätter, das Akazienholz, die Glowstones lassen wir da, die Wolle lassen wir da, Erde. Kann ich auch was mitnehmen? Gut. So, dann machen wir aber eins. Da fügen wir das Redstone hier noch zusammen. Da kann man nochmal zwei Stacks Erde mitnehmen. Weil ich sag mal so, davon kommen wir hier definitiv genug. Da ich jetzt wieder nicht auf die Zeit geschaut habe, werde ich jetzt einfach wieder ein kleines Stück aufnehmen. Und dann einfach wieder beenden, wenn es von der Zeit her gut passt, meiner Meinung nach. Je nachdem, mal gucken.
Wir holen jetzt als erstes ein bisschen Holz, machen unser Inventar nochmal leer und bauen dann ein bisschen und dem Haus hier weiter. Gut, würde ich sagen, als erstes mal Redstone etc. Und ich wurde gerade wieder in Skype angeschrieben, das passt mir gerade eigentlich überhaupt nicht. Ja, ich bin sofort wieder da, ganz kleinen Moment. So, ich bin wieder da. Gleich wird zwar nochmal ein kleiner Skype-Ton kommen, aber ich hoffe, dass das bloß ein Okay ist. Ja. Blätter. Zack, zack, zack. Erde haben wir noch ein bisschen dabei. Und ja, mal gucken. Erde hier. Und Holz nehmen wir noch mal gleich die 60 hier mit. Ich muss so sagen, ich weiß noch nicht genau, wie ich das dann alles bauen möchte. Aber auf jeden Fall aus Eichenholz wieder, weil das sieht einfach am besten aus. Finde ich. So. Au. Das tat weh. Gut, dann mache ich aber gleich noch mal eins. Nämlich hier den einen zur Seite. Wobei, nee. Nee, machen wir ganz anders. Ich glaube, den machen wir mal komplett weg und den Uhr. Immer dann dort, dort und dort. Ja, ich sehe schon. Crafting Table hatte ich hier. Ich hab doch. Hä? Ich hab doch hier ein Crafting Table gehabt, dachte ich. Oder habe ich das mit eingebaut? Ach, egal. Fix neues Craften. So, das sind 8. Das sind 16. Ich hoffe, dass 3 Zäune pro Seite reichen. Ich denke es fast nicht. Aber ich lege mich jetzt gleich erstmal schlafen. Aber da kann ich auch nochmal kurz gucken nach den Zäunen. Gucken. Eins. So. Ja, da brauche ich dann auf der anderen Seite nochmal ein paar. Gut. Schlafen erstmal kurz. Und dann sieht die Welt gleich viel freundlicher aus. So, jetzt haben wir erstmal auch wieder ein bisschen rangezoomt. Jetzt brauchen wir erstmal nur 4. So. Da können wir noch die Zäune auf der anderen Seite machen. 1, 2. Zum Glück habe ich nicht die ganze Erde weggebracht, das wäre ärgerlich geworden. Ach, weil ich es gerade sehe. Den Grasblock habe ich, weil ich hatte mir vorhin mal die Behutsamkeitsspitzhacke geholt, um mir nicht ganz so viel Cleanstone immer abzubauen. Weil das kostet ja auch bloß Kohle, wenn ich den dann wieder einschmelzen muss, deswegen, weil ich halt Cleanstone möchte und eben Cobblestone rauskommt. Damit es dann ja nicht wieder heißt, ey, du Cheater, bläh. Weiß ich ja nicht, ne? Ob das dann in den Kommentaren sein wird, vielleicht. So. Erstmal hier. Hier auch. Zwar ein bisschen ungünstig, dass der Knopf einen weiter drüben ist, aber wir machen es trotzdem mal so. Könnte man ja eigentlich auch fast sagen, man macht dann bis hier nochmal ein kleines Vordach oder so. Weiß ich noch gar nicht, ob ich das dann mache. Mal gucken. Machen wir später, nicht jetzt. Ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal den Eingang hier verkleiden noch ein bisschen. Wobei, da können wir gleich das Vordach mitmachen. Klar, machen wir gleich mit. Crafting Table. So.
Dann machen wir noch mal ein paar Stiggies. Moment, das sind 4 Zäune, das ist zu wenig. Das sieht besser aus. So, sind wir, haben wir 8 Zäune. Und, ach, ne, 19 Slabity Slab Slab. Gut. Der Baum hier stirbt auch nur ein bisschen, aber an sich würde ich den schon gern lassen. Machen wir es mal so. So. Und so. Ich glaube, ich mache dann dort außen aber einen Holzknopf hin. Ich denke, das ist dann fast angebrachter. Ich wollte schon gerade sagen, da will wohl das Glas gar nicht aufnehmen oder was. Ja, machen wir hier erstmal ein kleines Vordach. Hat natürlich nicht gereicht, nicht so schlimm. Au. So, das haben wir, sind nochmal 6 Stück. Versuchen wir es erstmal mit denen. Gut, die reichen Uni, aber egal. Ich muss dann auch mal wegen der Raumhöhe gucken. Ich denke, da wäre ich hier vielleicht schon mal so 1, 2. Das ist dann so. Und darüber kommt dann eine Schicht Holz. Nein, ich sagte Holz. Jetzt kriege ich das, den scheiß Stein nicht kaputt. Mann. Mann, Mann, Mann. Weil hier könnt ihr ja fast gar nicht. Ne, dort fällt er nicht auf. Genau hier. Hier. Au. Ja gut, das mit dem Runterfallen ist dann einfach so. Kann man nicht viel gegen tun. So, gucken wir mal von der Höhe her. Das ist, denke ich, ganz gut. Ah ja, ich wollte hier vorne nochmal die... Ah ne, die Wand ging ja dann schlecht. Ja, stimmt. Und mir fällt gerade... Nee, geht ja nicht. Nee, mein Fehler. Das war jetzt mein Fehler. Denkfehler. Ich mache jetzt als erstes mal ganz kurz einen Spitzhack und mache dort innen mal ein bisschen mehr Holz. So, und dann machen wir hier mal ein knappes Stack erstmal. Wie viel Koppel? 23. Genau, das wird dann hier so die Kante. Und dann hier einmal vor. Genau, einmal so, dann so nochmal. So, dann passt das hier. Wow. Das war ein Ruckler.
Ich würde jetzt als nächstes mal ganz kurz wegen dem Treppenhaus gucken. Einfach schon mal so ein bisschen provisorisch. Würde ich dann nämlich sagen, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Machen wir dann hier. Ich sag mal so, das Haus wird auf jeden Fall viele Ressourcen kosten, gerade Holz. Aber es ist ja bei unserem Baumhaus nicht anders. So. Und dann hier rüber zu nochmal. So, genau, das dann auch hier.